Welche Bedeutung hat der Lette Design Award für den Lette-Verein? Ja, das ist eine wunderbare Frage. Darf ich ganz kurz mich bedanken bei ein paar Menschen Natürlich, hier, natürlich. bevor ich dann Ihre Frage sehr gerne beantworte? Ich möchte mich an erster Stelle bei Frank Schach bedanken, dass er diesen Preis stiftet. Weil Frau Schöttler hat es gerade eben gesagt, sie hat diese Begegnung vom Lette-Verein und Schindler 2015 initiiert. Und dafür möchte ich mich jetzt bei Angelika Schöttler auch ganz, ganz herzlich bedanken. Das war eine Begegnung, die wirklich sehr fruchtbar war. Wir sind jetzt im sechsten Jahr mit dem Lette Design Award. Ich glaube, Sie haben das auch gesagt. Und allerdings wäre dieser Preis natürlich gar nichts, wenn wir euch nicht hätten. Das heißt, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei den Nominierten bedanken. Und zwar wirklich von Herzen. Es war eine wirklich verdammt schwere Zeit, in der Sie Ihren Abschluss gemacht haben. Und Sie haben das fantastisch gemeistert. Ja. Sie sind von einem auf den anderen Tag in eine vollständig andere Situation gekommen. Ja. Und in diesem Kontext möchte ich mich bei den Kolleginnen und Kollegen bedanken. Jetzt in erster Linie jetzt bei euch Abteilungsleitern, Michael Henschel, Frank Schumacher, Martina Vogt und allen anderen Kolleginnen und Kollegen, die das, und das habe ich mitbekommen, wirklich von einem auf den anderen Tag, ja, plötzlich digital mit euch in Kontakt gekommen sind. Und dass das wiederum möglich war, das liegt daran, dass unsere Stiftungsleitung, vielen Dank, Petra Madida, dass sie diese Möglichkeiten uns bereitgestellt haben. Und Norbert Forstmann, der Schulleiter, der ist jetzt gerade nicht hier, aber ganz herzlichen Dank. Vielleicht bist du ja da am Bildschirm. Ein Riesenplateau, auch Tom Richter, die IT. Ja, fantastisch. Und weil ich jetzt bei der Technik bin, gucke ich jetzt mal da hinten an dieses Pult. Kaspar Köpke mit seinem Team. Jetzt sofort auch wieder applaudieren. Ja, das ist der Hammer. Ja. Wir haben jetzt ein Online-Studio hier im Lette-Verein. Ja. Und wir sind noch immer bei der Technik. Ich sehe hier Oliver Kohlsdorf, der seit Jahren das Voting-Modul, was wir nachher, wow, zitter, beobachten werden. Danke, Oliver, dass du das bereitgestellt hast. Ja. Und ja, nicht zuletzt Sven Dannenberg. Super. Wir haben dich im Rathaus entdeckt bei der Kartoffelausstellung und das war ein Spontanauftritt, weil der Lehrer zu spät kam und dann ist er eingesprungen und haben wir gedacht, okay, das ist der Mann ist einfach super. Und da hinten sitzt Frank Sandmann, der Projektleiter. Ganz herzlichen Dank. Ohne ihn wäre dieses strukturierte Projektmanagement überhaupt nicht denkbar gewesen, weil, und jetzt komme ich zu diesem Format, wir das ja zum ersten Mal so machen. Normalerweise ist das eine Ausstellung und diesmal ist das ein Livestream, ein Live-Event. Ich glaube, ich habe allen gedankt und jetzt könnten wir Die mal die Frage Frage. beantworten. Richtig. Gut. Ja, was ist der Wert dieses Preises? 2015 hat Frank Sandmann und ich saßen auf dem Sofa in meinem Büro und haben uns überlegt, was können wir denn machen, dass wir diese drei Abteilungen irgendwie mal gut zusammenbekommen in ein Event. Und dann ist uns dieser Lette Design Award eingefallen. Und gleich, eine Woche später, waren auch die Abteilungsleiterinnen mit im Boot und Frau Madüder und Herr Forstmann und Frank Schach und das ganze Schindler-Team. Und insofern haben wir uns überlegt, wie können wir das hinbekommen, dass dieser Übergang, ja, also das ist ja auch so ein Treppchen, ja, diese Trophäe. Ach, an der Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Herrn Lehleitner nochmal bedanken. Der hat nämlich diese wunderbare Trophäe gemeißelt. Andreas Lehleitner, vielleicht sitzt er auch da draußen. Das ist ein kleines Sprungbrett, ja, also so eine Art, genau, Podest auch und Sprungbrett in die reale Berufswelt. Und uns ist das wichtig. Wir haben hier einen Auftrag
Das eine ist, was uns auch im Letteverein sehr wichtig ist, ist die Selbst- und Potenzialentfaltung jedes Einzelnen, wohlbemerkt, und zum anderen aber auch diese Anpassungs- und Innovationsfähigkeit. Das verstehen wir unter agilem Lernen. Und das ist tatsächlich reziprok, was Frank Schumacher schon gesagt hat, wir lernen auch von euch. Ja. Und das verstehe ich darunter, was agil ist. Und dazu gehören einfach auch die Kooperationspartner. Und wir haben sehr, sehr viele Kooperationspartner. Martin hat es auch schon gesagt. Ne? Jeder Einzelne sucht sich einen Partner, auch in der Grafik. Und die Firma Schindler, über 60.000 Mitarbeiter in über 100 Ländern, und der Letteverein ist doch eine super Verbindung, ja? So ein weltweit agierendes Unternehmen, so eine kleine Berufsausbildungsstätte, die aber in die Welt strahlt. Mhm. Ja? Und ist das nicht eine super Kombi? Absolut. Okay. Definitiv.